bist Herr, du bist Gott, du bist gross, du bist stark. Daniel Zeller, Pastor der FWG-Gemeinde in Dirachen, quasi ein Nachbar von mir, hat mich angefragt, ob wir nicht zusammen über geistliche Prinzipien eine Vortragsreihe veranstalten könnten. Ich bin darauf eingestiegen. Ich fand seine Idee sehr genial. Denn wenn es geistliche Prinzipien gibt, die so prinzipiell und so wichtig sind, dann müssen sie irgendwo in der Schöpfung auch auffindbar sein. Denn Gott hat ja sein ganzes Wesen auch in die Schöpfung gelegt, bis hinein zu geistlichen Wahrheiten. Dieses Thema ist natürlich unendlich. Man könnte sehr viele geistliche Prinzipien in einer Form von Abbildung in der Schöpfung selber wiederfinden. Wir haben uns gesagt, wir machen einmal 4 und dann später noch eine weitere Serie solcher geistlichen Prinzipien, wo man dann verdichtet durch die Veranschaulichung im Schöpfungswerk etwas mehr über den geistlichen Gehalt herausfinden kann. Diese Abende sind immer so gestaltet worden, dass ich meinen Beitrag machte und Daniel Zeller seinen Beitrag. Wir hatten uns geeinigt, ich spreche mehr so über die Hintergründe und er spricht mehr über die Anwendung. Auf diese Weise sind das keine reinen Kopfübungen, sondern sie sollen dazu führen, dass Christen wissen, wie sie sich in dieser Zeit, in dieser höchst spannenden, herausfordernden, vielleicht zunehmend auch gefährlichen Zeit als Christen, als Jünger, als Kinder Gottes verhalten können. Das erste Prinzip ist das Prinzip der Gravitation. Niemand entkommt der Gravitation. Gravitation ist eine nicht ganz genau erforschte Urkraft in der ganzen Schöpfung. Nichts würde funktionieren ohne Gravitation. Die Gründe dafür und wie sie funktioniert, sind bis heute ein bisschen umstritten. Darauf gehen wir nicht ein, weil wir keine Physiker sind. Aber das, was auch jeder von uns erlebt, dass er nicht wegfliegt, wenn er irgendwo am Boden steht, sondern eben bleiben kann, was man manchmal als lästig findet, vor allem wenn man umfällt. Diese Gravitation ist ein Bild für eine viel größere Anziehungskraft, die uns eigentlich ans Vaterherz Gottes zieht. Das ist die Hauptgravitation im ganzen Universum. Gott ist attraktiv, das heißt, er zieht die Menschen an. Und darüber unterhalten wir uns in diesem ersten Film. Der zweite Abend ist eine Frage gewidmet, die Menschen immer stellen. Immer wieder, wenn irgendwo Unglück geschieht, wenn die Menschen herausgefordert sind, wenn man über Sünde redet, kommt man darauf, weshalb hat Gott die Menschen nicht automatisch so gemacht, dass sie nicht sündigen? Warum gibt es diese Sünde? Warum gibt es diese falschen Entscheide? Warum gibt es überhaupt diese Freiheit? Sonst wäre es alles doch viel einfacher. Ja, es wäre viel einfacher, nur eben, wir wären dann Roboter. Und da gibt es ein wunderschönes Bild, das auch in der Bibel erwähnt wird, nämlich der junge Adler muss selber fliegen lernen. Der Adler ist ein sehr wichtiges Symbol in der Schrift und deshalb wird er auch hinzugezogen, um diese Wahrheit, diese Freiheit, den Schritt in die Freiheit zu veranschaulichen. Der Vateradler oder die Mutter, das weiß ich nicht, wirft eines Tages das Junge aus dem Nest und es muss fliegen, sonst wäre es für den Adler so praktisch. Die Eltern bringen immer den Food, er kann in seinem Nest sitzen bleiben und den gefährlichen Flug könnte er vielleicht vermeiden. Aber nein, er muss dann plötzlich fliegen und falls er die Kraft nicht hätte, so sagt uns die Schrift, fliegt der Vater Adler unter das flatternde Kind, nimmt es auf seine Flügel, trägt es wieder zur Höhe. Das ist etwas, was man auch in der Natur schon beobachten konnte. Mit anderen Worten, Gott mutet uns diesen Schritt in den freien Flug durchaus zu. Er wirft uns quasi aus dem Nest, ob wir dann fliegen lernen, ob wir uns dann vom Vateradler auch tragen lassen, bis wir es einigermaßen gut verstehen zu tun. Das ist dann uns überlassen. Aber es gibt keine Lebensqualität ohne Freiheit. Es gibt keine Qualität ohne fliegen zu können. Das ist das zweite Prinzip. Im dritten Prinzip geht es um das, was jeder kennt und wovon wir ja alle leben, nämlich das Weizenkorn muss sterben, damit es Frucht bringt. Das ist eine Art von Transformation. Wir verdanken es den Bauern, dass sie säen. Wir verdanken es den Körnern, dass sie sterben. Dadurch entsteht das viele Korn.
30, 60, 100-fältig, sagt Jesus. Vielleicht gibt es heute Körner, die sogar mehr als 100-fältige Frucht bringen. Aber das Prinzip ist immer dasselbe und Jesus sagt es als ein Lebensprinzip für uns. Wenn unser Leben nicht in die Erde gegeben wird, wenn wir nicht durch diesen Sterbensprozess hindurchgehen, wenn wir nicht alles loslassen, dann kann unser Leben nicht Frucht bringen. Und das Schlimme daran ist vielleicht nicht einmal das, dass die Multiplikation fehlt, das ist natürlich schön, aber das Korn bleibt allein. So sagt es Jesus. Es bleibt allein, es ist ein trauriges Körnchen-Dasein und viele Menschen haben dieses Prinzip noch nicht begriffen, dass Sterben etwas Gutes ist. Weil es ist ja nicht einfach tot und dann ist fertig, sondern man stirbt in die Erde hinein, man stirbt in das Gottesreich hinein und daraus entsteht viel Frucht. Also Sterben ist hier auch ein Teil des Lebens. Dies ist jedenfalls der Aspekt, den Jesus immer betont hat. Er hat gesagt, ich sterbe gerne für euch, weil dann die Frucht multipliziert wird, weil neues Leben entstehen kann. Das Korn in der Hand Gottes stirbt zwar, aber eigentlich stirbt es auch wieder nicht, sondern es transformiert sich. Aber natürlich braucht es Mut dazu. Das ist, weshalb viele Menschen es gar nicht erst wagen. Wir wollen aber Mut machen damit, mit diesem dritten Teil. Im vierten Teil geht es um etwas, was jedes Kind kennt, nämlich Licht ist stärker als die Finsternis. Licht und Finsternis wie ein digitales System. Wo Licht nicht ist, ist Finsternis. Wenn aber das kleinste Zündhölzchen angezündet wird in einem dunklen Raum, haben wir schon das Phänomen, das Licht betreibt die Finsternis. Auch in seiner minimalsten Form als Glühwürmchen kann es schon die Finsternis betreiben. Denn Finsternis ist eigentlich nichts anderes als Abwesenheit von Licht. Nun, das ist die Wahrheit, dass Licht sich eben ausbreitet und immer siegt. Es gibt nie ein Licht, das verliert. Es gibt aber immer eine Finsternis, die verliert, sobald das Licht kommt. Dies ist eine so wichtige Wahrheit für jede Art von geistlichem Kampf, dass die Christen wissen, das Licht wird immer siegen. Es gibt keine Finsternis, die das Licht auffressen kann. Also geht es eigentlich darum, dieses Licht zu proklamieren, in diesem Licht zu leben. Und dadurch werden wir, fast könnte man sagen, automatisch Sieg haben. Aber natürlich gibt es Angst vor der Finsternis, das ist uns allen klar. Jedenfalls wird uns aus dieser Betrachtungsweise sehr schnell klar, dass wir, wenn wir das Licht proklamieren, wenn wir hineinstehen, wenn wir es annehmen über unserem Leben und wenn wir selber das Licht auch sind, wie Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, dass wir dann immer einen Sieg haben. Es ist kein Seilziehen zwischen Licht und Finsternis. Es gibt keine Finsternis, die das Licht auffressen kann. Das ist eine Lüge, das ist Eindruckschinden von Seiten des Satans. Aber wir wissen, dieses Licht Christi wird, wenn du es scheinen lässt, dir immer den Weg ausleuchten und du wirst darin immer Sieg haben, auch wenn es manchmal etwas dauert, bis man das Prinzip versteht. Aber es ist ein geistliches Prinzip, das auch in der Physik genau gleich. Du bist Herr, du bist Gott, du bist groß, du bist stark.